mich nicht, warum. Das ist halt so. Nee. Herzlich willkommen. Uschi, Helmut, na? Seid ihr warm? Wundervoll. Das hackt extrem bei euch. Ihr seid total verzögert und grisselig bei mir. Ganz schlimm in eurem Ja. Keller. Ihr müsst euch mal einen WLAN-Router anschaffen. Wir haben einen WLAN-Router, aber es kommt von draußen kein WLAN rein, was schon seit ein Kommt paar von Tagen ist. draußen. Von draußen kommt kein WLAN rein. Mann, Mann, Mann. So! I will start the introduction. Welcome to the evening class. Und zwar starten wir heute direkt nach dem Warm-up in unser 22-minütiges M-Rap. Fast Beers, ich habe es verstanden, jetzt sind sie weg. Naja. Fünf, also ein M-Rap, 22 Minuten. Die erste Übung sind fünf Fast Beers. Die Übung gehen wir gleich nochmal in Ruhe durch. Ich habe mir das Elend heute Morgen angeguckt, nein, vorhin kurz, und habe gesehen, habe auch Jochens Feedback bekommen, was nicht richtig lief. Und wir machen es heute schöner, heute Abend. So, danach 20 American Swings, Kettlebell. Also wir brauchen eine Langhantel. Ihr habt ja alle Langhantelmöglichkeiten und Kurzhantel. Beziehungsweise Kettlebell im besten Fall. AX 32,5 für die Damen, 45 für Jochen und vielleicht auch Helmut, wenn er wiederkommt. Und Kettlebell 16 Kilo oder ja, haben wir ja alle. Ne? Svenja hat auch die Möglichkeit, eine Kettlebell zu besorgen. Ne? Super. Perfetto. So. Und wenn wir das abgearbeitet haben, 22 Minuten lang, haben wir noch einen Finisher, also im Kraftteil. Halt, da fehlt noch eine Übung. Die kommen jetzt kurz. Quadlet Ach so, ja, wir gehen die gleich noch in Ruhe durch. Genau. Ein M-Rap, 5 Fast Beers, 20 American Swings, 20 Goblet Squats. Die Swings und Squats dann eben mit Kurzhantel bzw. Kettlebell, die wir alle haben. Und ja, dann Finisher, Walking Lunges haben wir dann noch, Front Rack. Und Belly to Wall Handstand Hold. 30 Sekunden. Dafür haben wir dann 10 Minuten aus Zeit aus. Ja, that's it. Das Warm-up dauerte relativ lange heute Morgen, glaube fast 10 Minuten. Ne? Deswegen starten wir so gleich. Ja, Uschi, Helmut, weiß ich nicht, haben sich gemeldet? Nö. So, dann ab in die Position. Wir fangen einfach zusammen an, würde ich sagen. Wir machen zusammen, oder? Wollen wir zusammen machen? Machen wir ein. Ja. Wir brauchen noch ein Trasterband. Ein dünnes Band. Für die Truster. Der Truster, wie auch immer. War das nicht mal so? Jawohl. Let's do it. Wir starten mit 20 Diagonal Mountain Climber, also hoher High Plank und diagonal, aber langsam gerne. Geht mit Sprung. Außer wenn wir die 20 Stück haben, machen wir 10 Up Down Dog. Das heißt, wir gehen in den Down Dog, herabschauende Hund, ordentlich durchdrücken, nach vorne ran und hochspringen. Nee, nee, steht Was? nicht Wo da. stand das? So haben wir es heute Morgen gemacht. Up to Down Dog. Gut, dann sagen Also wir jetzt. wir gehen von dem aufschauenden Hund einfach in den herabschauenden Ja, Hund. gut. Dann ist Genau. das wieder anders Ah. interpretiert worden. Da hat keiner was Also geändert. Also entschuldigt bitte. ich habe nichts Na? geändert. So, Da hat nochmal. kein. Also, herabschauender Hund und hinaufschauender Hund. Genau, ohne durchtauchen, einfach nur Hüfte runtersenken. Das kommt nachher noch zu guter Letzt. Die Lieblingsübung nach Lieblingsübung im Aber Warm-up Teil. ich hab da nichts geändert dran an dem Er stand Warm-up. aber so, also ihr habt es heute auf jeden Fall heute Morgen anders gemacht. Die sind dann von den herabschauenden Hund in den Ach so. Stand nach vorne in den, ja, wie in den Wolken nach oben gesprungen. So, wenn ihr das habt, 10 Stück, bleiben wir eine halbe Länge. Und fang erstmal hier am Boden an, in der ersten Runde mit dem Schultertap.
20 Stück. Wirst du schon stabil halten. Wenn ihr 20 habt, schnappt ihr euch das Spielband, steigt hinein und macht schön schöne Futter. 10 Stück. Wenn ihr die 10 Stück habt, geht es in die Hand Squats mit geraden Armen. Das heißt, Arme sind über Kopf. Die Ehe nach vorne, setzen Sie so tief, nehmen den Popo gerade. Davon machen wir 6 Stück. Die Arme und die Popo. Genau. Dann wieder 10, 8, Daumen. Ich bin nicht umgezogen, Herr Dilek. Mach ich gleich. Nicht, dass es nicht, dass es runterrutscht, das kaputte Ding. Na ja, auch ganz schnell Kopfkino. So. Ich kleb das fest. Dann wieder dran, Schulterkrepp, aber diesmal an der Wand. Dann wird der Wardrock. Ich muss jetzt mal sagen. Nach vorne und nach hinten aufdrehen und dann schön an das Knie, nach vorne den Ausfallschritt und in die Überstreckung nach hinten und den Arm hinterher schauen. Halten Seite. Thank you.
Geiles Warm-up, Beine. Richtig geil. Hüfte. Also besser kann Warm-up nicht sein, finde ich. Sven, der Warm-up, hast du nicht warm genug? Ja, die war ja zwischendurch auf Toilette hier und Kaffee trinken. Naja, findest du, der lernt manche paar Leute kennen. Ich war ja schon Gott sei Dank um 18 Uhr hier und habe mich schon vorbereitet, seelisch und auch körperlich. Mein Körper vorbereitet. Ja, dann würde ich sagen, ihr dürft mir zuschauen. Ich mache das mal mit der nackten Stange. Ein schneller Bär besteht aus einem Pflaster und einem Pflaster. Der Thruster ist ein Backthruster. Also, Thruster heißt, wir fangen immer unten an. Bitte schieben mal, beziehungsweise am Boden. Und hochpressen. In dem Push-Press
Dann setzen wir das Gewicht im Nacken ab. Wenn wir es im Nacken absetzen, können wir auch gleich tief gehen. Hochpressen. Herzig. Jochen, richtig oder falsch? Das war eine Wiederholung, genau so. Ja. Also, zack. Hoch, hinten absetzen. Wenn ihr hinten absetzt, könnt ihr gleich tief gehen. Hochpressend. Zweite Wiederholung. Also, immer vom Boden starten. Und das soll auch schon so anstrengend werden. Das wird sicherlich, dass wir keine 5 Stück hintereinander. Das ist aber auch nicht so. Sondern, dass wir da auch kurz eine Pause machen. Ne? Ich werde nach vorne gehen, nicht nach hinten. Ne? Das nutzt Schulter? Hat du Schulter? Immer noch, ja. Okay. Genau, in den Nacken jetzt. Und tief, fertig, und wieder hoch in den Push-Press. Genau, und wieder und vorne und wieder runter. Und immer vom Boden. Nee. Startest du mal wieder von vorne vom Boden. Ja, also ein Cluster, ein Cluster. Ja. Okay. Oh. Genau so. Und runter. Und vorne wieder ab. Genau. Ja. Dann ist es. Ich schaue es aus. Und dann kommt das Gewicht, finde ich. Wir haben heute Morgen alle Langhantel haben wir dann. Haben die auch nichts gemacht? Ich habe Migräne und irgendwie werde ich es heute nicht los. Oh, Migräne. Ja, das ist halt Gewicht ein bisschen schwierig, dann wird es weniger Gewicht, weil hast du viel Druck auf dem Kopf? Ich fühle mit dir, ich kenne sie nicht. Ja, ich hatte jetzt 2 Jahre lang nicht. Halt den Puls nicht so hoch. Ja. Damit du hier nicht. Wieder. Ja. Das ist interessant. Jetzt hängst du gerade wieder. Ja,
Drop da. Das war jetzt fast 10 Sekunden, hast du irgendwas geändert? Nee, meine Internetverbindung ist instabil, sagt er gerade. Droppt ihr? Das typische, Mittwochabends habe ich das immer. Mein Porno-Nachbarn jetzt. So, Droppt irgendjemand? Was? Droppen. Ach so. Ich kann nicht droppen. Ja. Ja, ja, man darf, aber ich kann nicht. Also ich werde absetzen und mich kurz akklimatisieren und wieder reingehen wahrscheinlich. Ja. Weil 22 Minuten sind schon eine Hausnummer. Ja, so, also wie gesagt, was ich gesagt habe, ich versuche es auch im Nacken, weil meine Schulter auch sagt, aber dann mache ich es nicht mehr. Dann gehe ich auch normal zu Fände an den Pfaster. Genau, dann mein Nachtisch ist der American Swing. Jeder schaut bitte zu Jochen, er macht was vor mit Hüftstreckung. Und bitte einmal fünf schöne Swings machen. Bleibst du bei russischen, Svenja? Bleibst du dabei? Nee, aber ich würde gern hier mal kurz den ganzen Quatsch einmal anpassen. Achso. Ich will mich sofort die 16 Kilo. Die merkst du aber nicht. Aufdauern. Oh doch. So. So. Direkt 5 Kilo. Ich wollte noch mal ran. Oh Gott. Ja, schön. Schön, ich werde sterben. Aber nur kurz. Ich sterbe nur ganz kurz. So. Also, 5 von diesen schönen Komplex-Fast-Spiel. Und der Delay immer volle Knie. 20 American Swings. Immer volle Kniebeuge, gell? Ich habe leider nichts verstanden. Mein Internet. Nochmal, Jochen? Er Delay immer volle Kniebeuge bei den Thruster. Ja, so, oder? Genau. Oder noch tiefer? Genau. Ja. Also am besten der Po über dem Boden. Echt jetzt? Nein. Ja, wenn du einen dickeren Boden hättest. Ja, Mann, dann musst du das aber vormachen. Ja. Okay. Bitte. Ja, dann nimmt er seine Matte, das war klar. Ja. So, jetzt gehen wir nochmal in den Lexikon und gucken, was der Boden heißt. Wie man den Boden definiert. Ich bin in 3 Minuten dieser Spinning-Kurs zu Ende. Ich bleib jetzt mal auf laut, dann ist die Musik da noch. Ja, alles gut. So. Also, wenn ich gehört sage, müsst ihr sonst Bescheid sagen. Ja, mal eine Stunde. Genau. Stimulus. Schwere Fast-Beals. Nicht am Roken. Dann macht ihr alles richtig. Jochen hat den Tipp gegeben bei den Swings. Dass ihr so 15 Stück vielleicht am Rope-In machen könnt und dann kurz Pause absetzen, Luft holen, die letzten 5 machen und direkt oben bleiben mit dem Gewicht und direkt in die ersten Goblet Squats gehen. Damit man nicht unnötig absetzt und wieder reingeht ans Gewicht. Bei den Goblet, wie haltet ihr da, dreht ihr sie um? Oder haltet ihr sie mit dem Ding nach unten? Oder drehst du sie um, dass der Kugel... Die Kugel runter oder hoch? Oben, Sven, ja immer oben. Also bei mir ist das Ding... Bei mir ist das Ding immer unten. Muss das hier Hänge unten sein oder das hier Hänge oben? Na oben, muss doch viel Bestigkeit haben. Warte mal, wenn ich jetzt so Swing mache, dann würde ich wahrscheinlich so... Direkt. Ja. Würde ich so umklappen. Ja, dann kannst du auch umklappen. Dann hängt er unten. Dann hängt er unten, okay. Oh Mann. Die Hänge also nach oben. Dann wäre es geil.
Können wir jetzt mal ernsthaft bleiben? Nein. Kann mich nicht konzentrieren. So, das Schönste zum Schluss. Die Raps zählt hier. Die zählt nicht die Runde. Naja, ich zähle schon die Runde und zum Schluss gibt es irgendwann die Raps, die fehlen. Und ein Bär sind zwei Wiederholungen. Das heißt, 150 Raps. Also zählt ihr am besten einfach mal erst die Raps, Quatsch, die Runden. Die Runden. Dürft ihr rechnen. Okay. Alles klar. Any questions? So, Jochen, Gewicht drauf da, ne? Zack, zack. Oh, wie kreist du denn? Das sah sehr easy peasy aus, Jochen. Ja, ja, also ich würde heute nichts. Ich mache 37,5. Das ist nicht dein Ernst. Total. Das ist nicht wahr. Das ist schon nicht wahr. Ich bin psychisch nicht in der Lage. Nee. Wie sagt er immer? Nee. 40 plus 5. Die 5 behalte ich im Kopf, okay? Hier ist was los. Das macht jeder, was er will. Nur die Frauen nehmen hier AX. Hast du AX? Natürlich. Ich mein, guck dir an, was hier. Was natürlich, hier, ja, alles, an, was hier los ist. Was ich habe. Sven ja auch AX? Ja, logisch. Aber guck mal ihn da hinten. Was macht er denn da? Geh mal nochmal den Kopf raus. Ja, guck, das geht hier ab. Ach, wie süß. Eine gute Übung. Habe auch öfters gemacht in der Box. Mit Bällen, Petsi-Bällen. Süß. Naja. Hallo, Leute, kommt jetzt. Musiktest. RX, sonst kann ich nichts. I have the 90s dance music playlist. Mach mal an. Ist gut. Was? Ja, mach mal an für den Lautstärker. Ja. Hab ich doch. Jawohl, passt. Jawohl. So. Aber noch nicht, warte, ich muss da einmal Nase schmalzen. Ja. Ich muss da einmal Nase schmalzen. Hatschi. Ich muss gerade nochmal die Wimpern tuschen. Ja, nochmal duschen schnell. Das lohnt nicht. So. Muss mein Oberteil noch wechseln. Viel Spaß. Bleib wer ihn hat, ich wünsche euch viel Spaß. Ich werde ihn nicht haben, aber ihr müsst. Ja, ich auch nicht. Viel Spaß! 10 Sekunden, geht's los! Und zählen! Mit Qualität, ja! Leute, Qualität vor nicht wirklich. Oh Gott. Oh nein. Hilfe. Das ist schlimm.
Die ist ganz weg. Oh, Scheiße. Bin ich wieder da. Ah, Zeit läuft noch. Alles gut, Zeit läuft. Komm, Franzi, komm, Gerhard. Lass rein und mach du, damit du dein Training hast. Sie aus. Oh. Oh. Die wissen, Thank you.
Ah!
Yeah.
Letzte Minute! Ich habe 268 mit AX und 40. Also vielleicht, ich glaube, du warst eine Runde vor mir. Was hast du? Sechs Runden plus. Nein. Ja, ich weiß. 300 plus 50. Plus 30. 333. Wie viel Gewicht? 32,5. Du hast keine 32,5 drauf gehabt, glaube ich nicht. Nie und nimmer. Ah nein, ich habe ja die 5, 32, Entschuldigung. Genau, ich habe ja die kleinen raus, genau. 22,5, oder? Nein, 10? 22,5, genau. 22,5 und 15 Dumbbell, oder was? Oder Kettlebell, was hast du da gehabt? Genau. Ja. Ja, die Kettlebell ist schwer. Komm mal direkt. Ja, 15. 15 Kettlebell gibt's nicht. Ach Quatsch, 16 ist das, genau. Entschuldigung. Okay. So, Franzi. 252 Wiederholungen und alles. Und das mit den ganzen Pausen. Ist ja Wahnsinn. Ja, danke für 5 Runden, ja. Svenja? Ja, danke, Franzi. 262. Und auch AX, ich kann sonst 6. Ja, und ich bin gut. Tot. Uschi? 206 mit 22,5, mit 14er Kettlebell und mit 12,5. Danke. Warum hast du das gemacht? Was sollte das denn? Weil die Kettlebell nicht gescheit halten kann. Ach komm. Ausrede. Das ist eine Ausrede. Totale Ausrede. Dann bist du so meine Eltern. Nix. Beim nächsten Mal nicht mehr. Helmut? 215. 215. Ja, RX oder was? Mit RX-Gewicht und in den ersten drei Runden habe ich blöderweise das Raster gemacht. Ich möchte gerne ein Plus dafür. Nein, das kriegst du wieder abgezogen, weil die Tiefe ja nicht reicht. Insofern sind die ein bisschen leichter. Das passt schon, Helmut. Da darfst du hier mal nicht rumfeilschen, gell? Wobei ich dir sagen muss, Helmut, bei den Goblet Squats war die Tiefe fast
ausreichend. Die werden immer. Nee, die werden immer besser. Mit deinem Knie, also du, das war echt, das war gut. Ich habe nämlich selber Goblet Squats gemacht in der Zeit, wo du dran warst. Dann dachte ich, okay, das muss ich Ihnen sagen, die waren gut. Danke. Ja, mehr Begeisterung. Hat sie in den 5 Minuten hätte sie schon noch die eine oder andere Wiederholung zusammengebracht, trotz Erschöpfung. Ja, ich habe euch schon 5. Ich habe euch 5 mehr aufgeschrieben. Ich glaube, das kommt jetzt nicht. Aber wir haben einen Finisher. Ein Finisher Set. 10 Front Rack Walking Lunge. Das heißt, nach vorne wird gelunged. Ja, nicht wie Susi, gell? Nicht wie Susi. Hat die rückwärts? Die als Einzige hat die rückwärts gemacht, weil ihr das besser taugt. Was ich nochmal sagen wollte, ist beim. Nein, ja. Hat wieder aufgefallen, beim Laufen Teamwort. Das Shuttle Run heißt immer auch rückwärts laufen. Vorwärts, rückwärts. Da sind wieder einige vorwärts gelaufen. Das fand ich nicht in Ordnung. Okay, ja, das müsste sagen dann, ja, genau. Ja! Wie viel Gewicht nehmen wir denn? 85? Oh, was kann ich denn? Dasselbe Gewicht wie jetzt, also auch die 16 oder die 24. Hä? Achso, ich dachte, die 32. Ach so, wir können es auch mit Langhantel machen, hast recht, das habe ich schon abgebaut, scheiße. Aber das ist ganz schön fett, ne, oder? 32,5? Habe ich noch nicht ausprobiert. Nee, das geht schon, aber da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Da muss ich nochmal aufbauen. Also die leere Stange dann, oder was? Nein, nee, das Gewicht, das du im Workout hattest. Dein Workout ist 32,5. Genau. Kann ich denn statt dem Lunge jetzt machen? Front Squats machen. Ja? Ich gehe gleich an die Wand. Könnt ihr sonst eine ganz kurze... Ach, du musst durch. Ach, Svenja muss an die Wand. Genau, aber wollen wir zusammen machen? Dann können wir zusammen nachher auch noch 30 Sekunden. Also heute früh haben sie Emo eigentlich... Meine Wand... Emo? Haben sie Emo gemacht? Genau, die, weil Handstand 30, dann 30 Pause. Okay. 30 Sekunden brauchst du ungefähr für die Lunges. Wenn du die Uhr siehst im Handstand, dann wäre das gut. Ich sehe sie nämlich nicht. Ja, ich verrenke mich. Für euch mache ich das. Dann mache ich einen Emo rein. Also dann probiert es mal mit eurem Gewicht. Genau, 10 mal Emo, genau. Ja, ich probiere auch mal kurz mein also Gewicht. Also was machen wir jetzt? Schau mal zu mir, Adele. Du machst 10 Frontrack-Ausfallschritte und du gehst dabei nach vorne. Okay. Knie berührt den Boden. Ja, das geht schon mit dem Gewicht. Ja. Und danach gehst du in den Handstand, allerdings nicht normal, sondern mit dem Bauch zur Tür oder zur Wand. Und da heißt es einfach nur. Genau. Ja. Sehr gut, ja, ihr braucht noch nicht anfangen, ne? Also wir fangen jetzt zusammen an. Ich mache einen Timer an, E-Mom, also 10. Bocken landet, dann wartet ihr, bis es piept, dann geht ihr in den Handstand. Okay? Mit dem Bauch zur Wand. 10 Sekunden. Auf Qualität natürlich, ne? Ihr wisst ja. Okay, Handstand. Nicht im Rohrbock hochgehen, ihr könnt erhöht hochgehen. Genau, nicht vom Boden. So, ich dachte, wenn du weiter in der Hand seid, guck ich auf die Uhr. So, jetzt.
Scheiße, gell? Wie oft machen wir das? Fünf Runden jeweils, 10 Minuten insgesamt. In 10 Sekunden gibt es die Runde 2 mit ihrem Walking Land. 5, 4. Los geht's. Queen war schon richtig. Da, auch an die Wand, aber diesmal ist es flacher. Bei 5 hochgehen, komm. Los. Und 5. An die Wand, hoch. So, genau, jetzt läuft die Zeit. Nett von dir, dass du uns das erlaubt. Ja, also. Das wollte ich mir krasser machen. Weil welche Geräusche ich hier von mir gebe und keiner weiß, mit wem ich rede, die denken, glaube ich, auch das Gespräch. Ach, da ist die wieder, die ist die jetzt.
Neulich habe ich einfach mal gegrölt, mach mal die Musik leiser. Wir haben sich gesagt, drei Leute umgedreht und haben sich angesprochen. Dann haben wir gedacht, welche Musik? Und wussten so, mit dem redest du? Musik im Kopf. Ja, ich habe echt. Ich bin danach, weil du und Jochen, ihr seid so meine Stimme. Porno. Was? Porno? Titel. Je Oller, je Dollar. Alle Mann! So, weißt du, erst wenn der andere seid. Hopp, hopp. So, jetzt. Ja, aber ich fand Jochen heute im Bot auch erstaunlich leise. Ich dachte, ich bin die Einzige, die so vor sich hin leidet. Laut leidet, meine ich. Alter, halt den Hals hören. Und. Hintergrund essen. Letztes Mal jetzt, ne? Yeah. Svenja, Mensch. Nach vier Wochen, richtig. Svenja, noch zwei für dich. Weil ich immer so viel nachfrage. Ich glaube, dann breche ich zusammen. Mach noch eine extra Stunde hinten rein. Wenn du nach der letzten Runde fragst, sind wir fertig. Los geht's. Strafe. Ja, es ist nur der Kopf. Du machst die Leine falsch rum übrigens. Ach ja, scheiße, ja, siehst du. Dann mal von vorne anfangen. Ja, mach ich. No rap. Oh Gott. Oh, der letzte. Da ist es. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alles geht an. Ich euch morgen fasse ich keine Langeweile an. Ich fasse gar nichts mehr an. Jetzt halten wir alle. Nee, ich will nicht. Hä? Komm, Hanna. Gib mir mal bitte die 30. Gib mir die 30, wie viel? Ja, komm! Halten. Oh, ich kann nicht mehr, ich versuch's, komm! Ich versuch's! 20! Ja! Komm, wir machen 2 Minuten, Franzi, komm! Nein! 2! Franzi, komm, Franzi, das schaffst du auch! Unbewucht! Komm, weiter, Franzi! Komm, wir machen 2 Minuten, komm! Franzi, komm, ich halte noch weiter! Was machst du denn da? Spinner. Komm! Du schiebst die Wand weg, ey. Komm, das geht. Traf euer Bis für Jochen wegen Mobbing. Ja, genau. Ja. Wegen Schummeln. Jochen macht jetzt die 10 Stunden. Nächste Schummeln. Masterpiece. Masterpiece. Jochen macht jetzt die 20 Stunden. Schiebung. Von Uschi und Helmut wegen Mobbing. Wen habe ich denn wie gemobbt? Geht ja gar nicht. Doch, ich habe 30 Sekunden gestanden. Ich bin ja gerade, du hast den Trainer gerade gemobbt. Wenn, dann habe ich ihn verarscht, aber nicht gemobbt. Nee, aber mehr konnte ich nicht. Seid ihr jetzt verausgabt? Ja. Oder wollt ihr noch eine Stunde machen? Du kannst gerne noch ein bisschen Entspannungsmobilisation mit uns machen. Ja. Ich kann auch gerne duschen gehen, ist auch schön.
würde aber gerne, ja, das muss man dann noch finden, aber es ist wahnsinnig spät. Mein Wecker klingelt halb sechs morgen früh. So schön. Meine klingelt viertel vor vier morgen. Dann treffen wir uns morgen. Ja, zum Frühstück. Viertel vor vier liegen wir auf Toilette, deswegen klingelt der Wecker. Dafür brauche ich Gott sei Dank keinen Wecker. Was brauchen wir? Kein Wecker. Kein Wecker, keine Erhöhung. Hallo? So, jetzt. Hallo? Jetzt. Hallo? Hi. So, jetzt aber. Ruhe und Kartoffeln. Sucht euch eine Erhöhung. Handhaben auflegen. Und durchdrücken. Nach hinten schieben. Einmal die Brust öffnen. Handkanten, wie gesagt, auflegen. Und die Daumen fallen in Richtung Himmel. Brust bewegt sich Richtung Boden durch. Und genießt es einmal für die Augen. Und atmet durch die Beine aus. Und seid stolz auf euch, dass ihr fleißig trainieren könnt. Euer Körper euch das ermöglicht. Der Geist sowieso. So, einmal kurz leicht lösen und dann nochmal ein Ticken tiefer reingehen in die Bewegung. Atemzüge. Einfach machen, Uschi. Ich erzähle. Zwei tiefe Atemzüge, dann kommt ihr raus und bleibt bei der eurer Erhöhung, kommt raus aus der Bewegung und kommt mal mit mir in die Taube auf eure Erhöhung. Da ist um. Hast du nicht alle Stunden gestellt? Okay. Nee, ich habe nicht. Einmal versuchen, Fuß möglichst 90, Bein möglichst 90 Grad biegt, das kann ich perfekt. So, ich habe jetzt mein linkes Bein vorne. Das müsst ihr jetzt auch dann für die Fahrt im Bein, das ihr vorne habt, ordentlich im Po spüren. Das soll es ordentlich ziehen. Könnt auch die Unterarme ablegen, Kopf einfach hängen lassen. Konzentriert euch auf die Dehnungen auf dem Rücken. Drei tiefe Atemzüge auf dieser Seite. Durch den Nacken ein und durch den Mund aus. Mal loslassen. Wenn ihr das habt, kommt es einfach nach oben. Raus. Und wechselt einmal. Das Bein. Das Bein vorne. Unter uns ist ganz schön hart, also wirklich nicht. Und auch hier wieder. Dehnung spüren. Fokussiert euch auf die Dehnung nach oben, in eurem Po-Muskel. Den Kopf wieder hängen lassen und die Unterarme stützen, wer mag. Wenn der Fuß auf die Hüfte wandert und 90 Grad Winkel immer mehr verlässt, könnt ihr auch mit der anderen Hand den Fuß nochmal nachjustieren. Und versuchen wieder nach oben zu bringen. Genau. Hier tiefe Atemzüge.
zwei tiefe Atemzüge. Und dann nimmst du einfach langsam auf. Kopf dann mit auf den Boden. Das ist von eurer Erhöhung. Rechtes, linkes Bein ist ausgestreckt, rechter So, ich bin wieder da. Ihr seid noch da, ja. Gut. Sorry, keine Ahnung, was heute los ist. Oh, weil die brauchen wir nicht. Ihr seht mich ja, ne? Genau. Linkes Bein ausgestreckt, rechter Fuß am linken Oberschenkel. Und dann bleibt man hier ganz aufrecht im Oberkörper und drückt jetzt einmal zu dem gestreckten linken Bein. Und versucht mit eurer linken Hand hinter eurem Popo zu wandern, einen ordentlichen Twist zu bringen, mit Dehnung zum Teil im Rücken zu spüren. Also die ganze linke Seite einmal richtig aufdrehen, Brust, Schulter, Rückenstrecker. Tief ein- und ausatmen. Lass den Rücken schön aufrecht, gerade sitzen. Zwei tiefe Atemzüge. Kommt einmal zu Mitte zurück. Beine bleiben so, wie sie sind. Und zieht euch einmal mit euren Händen. Greift mit den Händen zu eurem linken Fuß oder Unterschenkel, da wo ihr ankommt. Und jetzt dürft ihr euch einmal richtig rund machen und die Nasenspitze da zum Knie wandern oder wo immer sie landet. Oder die Stirn auf den Oberschenkel auf den Knie legen. Versucht einmal hier aktiv auf die Dehnung zu konzentrieren, den Rücken, aber auch zwischen den Schulterblättern einmal richtig aufzumachen, richtig aufzudehnen. Auch hier wird es dranbleiben. Mit der Ausatmung nochmal einen Ticken tiefer gehen. Genau. Nach oben kommen. Das rechte Bein. Einmal lang machen. Linker Fuß an die Füße. An die rechte Innenseite. Rücken aufrecht. Und dann einmal nach rechts drehen. Schaut über eure rechte Schulter. Rechtes Bein leicht gestreckt. Fußpoint. Das heißt, Fußflex meine ich, zieht eure Zehen zu euch ran, Schienbein. Und versucht wieder mit der rechten Hand noch mehr hinter eurem Popo lang zu wandern. Zur linken Seite rüber. Zwei tiefe Atemzüge hier. Lass den Ausatmen richtig los. Spannung und Tag einmal loslassen. Und zurück zur Mitte. Beine bleiben, wie sie sind. Und greift an euren Händen Richtung rechten Fuß. Und greift euren rechten Fuß. Und spürt die Nasenspitze, dass die Kopf hängt. Nasenspitze fällt. Oder Stirn fällt auf den, aufs rechte Bein. Knie, Schienbein, Oberschenkel.
Der Weg ist das Ziel, wenn du nicht ankommst, ist auch in Ordnung. Konzentriert euch wieder auf die Streckung, auf die Dehnung zwischen den Schulterblättern. Aktiv auseinanderziehen. Da könnt ihr mit dem Fuß noch mal so ein bisschen nachtreten, quasi in den Druck in die Finger geben, dass sich der Rücken richtig ordentlich aufdehnt. Super. Zwei tiefe Atemzüge. Einmal vorsichtig auflösen. Knie zur Seite und Kopf mit mir einmal in den Vierfüßlerstand. Katze hoch. Und dann mal richtig raus, Hände in den Boden fassen. Nochmal die Dehnung spüren nach oben zwischen den Schulterblättern. Und fallen lassen. Und den Po ist ordentlich nach hinten schieben, ins Rückkreuz fallen. Richtig übertriebene Bewegungen. Und nochmal den Katzen. Und nochmal hängen lassen. Und noch ein drittes, letztes Mal diesen Katzenbuckel. Und einmal hängen lassen. Dann kommt in die neutrale Position und kommt mal in die Bauchlage, in den Skorpion. Bauchlage. Arme links und rechts, unser Flügelchen vom Rücken streckt, Beine lang. Und dann einmal alternierend den linken Fuß Richtung rechte Hand bringen, wer sehr mobil ist. Und gerne mal der kommt, im besten Fall, wie gesagt, die Hand berühren und alternierend arbeiten, insgesamt 10 Wiederholungen. 5 pro Seite, 5 in der Position halten, sprich, wenn ihr mit dem Fuß den Fuß aufgestellt habt, einfach kurz halten und die Schulter nochmal vorne aktiv aufdehnt. Davon 10 Stück insgesamt. Sehr gut, genau so.